Hallo, ich grüße euch aus meinem kleinen gemütlichen Bastelkeller inmitten des beschaulichen Mittelfrankens. Heute ein kurzer Short Support. Und zwar möchte ich euch zeigen, auf was man achten muss, wenn man an einem Akku einen Anschlussstecker umlötet. Manchmal bekommt man halt Akkus für den Kopterbereich vielleicht im Angebot, dann sind manchmal die falschen Stecker dran. Und dann kann man überlegen, baut man sich oder lötet man sich jetzt irgendwelche Adapter oder kauft sich auch. Ist eine Möglichkeit, wird aber irgendwann vielleicht ein bisschen unübersichtlich und chaotisch. Man hat immer mehr Übergangsstellen, wo auch Fehlerquellen dann entstehen können. Und ich zeige euch jetzt heute mal, was man so braucht, auf was man achten muss und bei der Gelegenheit vielleicht auch noch ein paar Informationen generell zu den gängigen Anschlussstecken und Adaptern, die man so bei unserem Hobby braucht. So, ich habe hier mal so weit liegen, was ich glaube ich alles brauchen werde beim Umlöten des Anschlusssteckers von dem Lipo hier. Warum ist das jetzt eigentlich eine besondere Sache oder warum scheuen sich auch viele das zu machen? Es geht halt darum, dass beim Umlöten des Anschlussstickers das Problem auftreten kann, dass es zu einem Kurzschluss kommt und ein Kurzschluss direkt am Lipo kann dazu führen, dass er zum einen defekt wird, irreparabel defekt, kann aber im schlimmsten Fall auch sein, dass er Feuer fängt. Und deshalb muss man also immer ganz besonders darauf achten, dass beim Umlöten die Anschlusskabel keinen Kurzschluss bilden. Das war allerdings auch ein Grund, warum ich zum Beispiel hier in der Werkstatt ein Feuerlöscher wirklich immer griffbereit an der Wand hängen habe, beziehungsweise am Regal. Weil sobald man mit Lipos arbeitet, immer ein gewisses Risiko besteht, dass beim Laden, beim Lagern es zu einer Selbstentzündung kommen kann. Okay, was habe ich hier alles? Ich will den EC5-Stecker auf XT60 umlöten. Dementsprechend habe ich hier ein XT60. Und zwar ist das die weibliche Form des Steckers. Man hat im Regelfall immer die zwei Ausprägungen, dass man zum einen eine weibliche oder die Kupplung hat und auf der anderen Seite die männliche Form oder den eigentlichen Stecker. Komme ich nachher noch drauf, aber beim Lipo hat man im Regelfall immer die weibliche Form, also auch hier. Hier ist also auch, sind zwei Buchsen, dass man grundsätzlich weiß, man setzt keinen Stecker am Lipo ein, weil je nach Steckertyp es möglicherweise im schlimmsten Fall zum Kurzschluss kommen kann. Und wenn man die Kupplung mit den entsprechenden Buchsen verwendet, ist die Gefahr geringer. Okay, aber da, wie gesagt, kommen wir nochmal. XT60, Kupplung oder der weibliche Teil, zwei Stücke Schrumpfschlauch, rot und schwarz, damit man das entsprechend auch plus und minus anschrumpfen kann. Und ich habe hier noch ein Stück von einem breiteren Schrumpfschlauch, den will ich dann später hier drüber machen, dass eine gewisse Sicherung auch besteht. Am Balancer machen wir nichts. Bleibt also, dass wir hier den EC5 abschneiden, abisolieren und hier umlöten, und wir müssen nur daran denken, dass die Schrumpfschläuche
vor dem Verlöten hier auf die Kabel geschoben werden, weil man sonst keine Möglichkeit mehr hat. Warum habe ich hier noch den Gummiring? Werden wir gleich sehen. Den nutze ich dafür, dass das Kabel, was gerade nicht verlötet wird, hier rüber mit dem Gummiring befestigt wird, dass also keinerlei Gefahr besteht, auch für den Fall, dass es noch nicht abisoliert ist, dass also das Kabel nicht in Berührung kommen kann mit dem, an dem ich gerade arbeite. Gut, hier noch zwei Rollen Lötdraht. Für solche Arbeiten an Steckern und so weiter nehme ich eher hier so rund 1 mm dicken Lötdraht. Bei den elektronischen Arbeiten, feineren, habe ich hier einen Lötdraht, der 0,56 mm hat. Das sind übrigens beides noch bleihaltige Lötdrähte. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Räumen wir mal auf. Nehmen wir die Sachen zur Seite, die wir jetzt nicht brauchen. Hier habe ich noch eine Abisolierzange, die man gebrauchen wird. Und noch ein Seitenschneider, das ist jetzt ein kleiner. Mal gucken, ob der ausreicht. Ansonsten müssen wir hier einen großen Seitenschneider nehmen, weil die Drähte hier, die Anschlusskabel, sind 12 AWG. Das heißt, das sind schon recht dicke. Richtet sich halt immer nach der Leistung, die so im Lipo abgefordert wird. Ich habe diesen 5000er Akku 50C, 3S, genau 3S ist es ja, nutze ich also für so einen Copter, der etwas größer ist, also ein Quadcopter mit 600 mm Motorabstand. Okay, also dann legen wir mal los. Die EC5-Stecker oder überhaupt diese EC-Stecker gibt es in verschiedenen Größen. 5 bedeutet jetzt 5 mm Innendurchmesser. Nutze ich extrem ungern, weil sie schwierig zu verarbeiten sind. Wenn man die mal nach dem Anlöten der Kabel hier reingedrückt hat, was auch nur mit ziemlich viel Kraft vonstatten geht, ist es schwierig, sie auch wieder rauszubekommen. Und dementsprechend schneiden wir die ab und ich werde auch den Stecker bzw. die Kupplung nicht mehr weiter verwenden und dann nach dem Abschneiden entfernen, also wegwerfen. Okay, schneiden wir jetzt erstmal hier ab, immer darauf achten, dass wir also hier nichts machen, dass ein Kurzschluss entstehen kann. Und jetzt mache ich einfach das rote Kabel hier mit dem Gummi fest, dass er mal nicht in die Arbeit oder Lötarbeiten hier rein gedrückt wird oder ein Kurzschluss halt sich bilden kann. So, ich isoliere es mal ab. Wir machen also jetzt erstmal das eine Kabel, das eine Anschlusskabel komplett fertig. Das heißt, abisolieren, verzinnen, anlöten und schrumpfen. Und dann kommt erst das zweite Kabel dran. Bei diesen dickeren Kabeln ist manchmal besser, hier so einen Schraubstock zu nehmen, als jetzt eine typische dritte Hand, wie das hier, weil die dann doch relativ leicht kippen und oder sich verdrehen. Ich habe sowieso überlegt, mal diese dritte Hand auf ein Brett drauf zu kleben oder sonst wie zu befestigen, weil mich das immer aufregt, dass die Dinger kippen, wenn man es gerade braucht. So, dann nehmen wir unseren
dicken Lötdraht und verzinnen jetzt erstmal dieses Ende. Ich habe hier einen 80 Watt Lötkolben oder Lötstation mit 400 Grad Celsius eingestellt und jetzt mal hier ein bisschen drauf. Ich sollte immer zwischen dem zu löten Objekt und dem Lötkolben schon Lötzinn sein, damit die Hitzeübertragung deutlich besser funktioniert. So. Optimal ist es, dass man ihn so weit erhitzt, dass wenn man das Lötzinn oben ans obere Ende dran hält, dass es dann von allein in die Litzen einläuft. So. Soweit gesäubert. Ein bisschen über. So, aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Natürlich bei solchen Lipos hat man immer Silikonlitze. Das hat den großen Vorteil, dass hier steht 200 Grad, dass also die Isolierung nicht wegschmilzt, wie es bei einfachen Drähten, wo es ein normaler Kunststoff ist. Da schmilzt dann der Draht bzw. die Isolierung relativ weit ein. Da muss man dann auch entsprechend geringere Löttemperatur nehmen. So, beim XT60 Stecker, XT60 übrigens, dass der so im Schnitt bis 60 Ampere geeignet ist, gehe ich immer ganz gern hin und die dann hier und drehe die Anschlüsse so, dass sie wie eine quasi so eine Wanne in der horizontalen bilden, weil sich dann nachher die Drähte besser anlöten lassen. Geht es ein bisschen schwieriger. Dafür ist dann hier so eine kleine Spitzzange gut geeignet. Jetzt haben wir es also. Das heißt, jetzt klemmen wir das wieder ein und können es dann mit dem ersten Draht verlöten. Jetzt müssen wir ein bisschen Platz machen. Gehen wir mal hier fest. Kann man dann wirklich gut festdrehen, dass also nichts passiert. So, schwarzer Draht ist Minus. Bei den XT-Steckern ist immer an der Seite hier die Polarität des jeweiligen Steckers aufgetragen. Hier ist also Plus. Die abgeflachte Seite ist immer Plus und die halbrunde Seite ist Minus. Das heißt, hier kommt der schwarze Stecker dran. Was müssen wir noch denken? Das ist jetzt hier der Schrumpfschlauch. In dem Fall der schwarze. Da steckt man schon mal drüber, schieben den möglichst weit nach hinten. Damit er nicht, wenn er weiter vorne ist, auch schon anfängt zu schrumpfen. Man kann nachher nicht sozusagen dahin schieben, wo er hingehört. So, da ich ja noch den hier zusätzlich befestigen will, müssen wir doch hingehen und, weil ich den sonst nicht drüber bekomme, den hier schon mal abklemmen. Jetzt hier den IC5, kann man dann in den Müll werfen.
und dann schieben wir den da drüber. Schlauch. So, klemmen wir den wieder rüber. Auf gar keinen Fall abisolieren. So, und dann können wir hier den verlöten. Zuerst die beiden Anschlüsse hier vorgelötet, also vorgezinnt. Schön satt das Lötzchen hier reinlaufen lassen. Deshalb ist hier schon besser, dickeres Lötzchen zu verwenden, weil doch recht große Mengen verwendet werden oder gebraucht werden. So, müssen wir hier dauern ein bisschen, weil es doch ziemliche Masse ist, die hier verlötet werden, die also erhitzt werden müssen. Okay. Manchmal ist es übrigens auch besser, gerade wenn man nicht an der Buchse, sondern am männlichen Steckerteil lötet, wenn man die beiden zueinandergehörigen Teile zusammensteckt, weil sonst sich die beim Stecker die Anschlüsse, wenn es stark erhitzt wird, im Steckergehäuse verdrehen oder verschieben können und nachher passt es nicht mehr rein. Also kann man nicht mehr anschließen. Okay. Dann haben wir das. Schön verlötet. Ich hoffe, dass das krumm ist, dass das nicht stört. So. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir das da rausbekommen. Und jetzt wird erstmal das Stück Schrumpfschlauch angeschrumpft. Wird jetzt ein bisschen laut. So, dann sieht man jetzt, dass es also sehr schön eingeschrumpft ist. Und damit ist jetzt das Risiko minimiert, dass jetzt noch irgendwas Richtung Kurzschluss passiert. Das heißt, wir können jetzt entsprechend noch die Isolierung hier drin stecken. Hier abisoliert. Machen wir jetzt mit dem positiven Anschluss genau das gleiche. Verdrillen, einklemmen. Und verzinnen. Dickes. Immer noch 400 Draht. Ja, da brauchen wir, sollte man gar nicht jetzt zu sparsam sein mit dem Lötzchen. Okay.
hier so ein Tischschraubstock ist für viele Sachen schon Vorteil. Das ist von Proxen einer, den man also auch auf einer glatten Oberfläche durch den Saugfuß befestigen kann. Aber hier für die Arbeiten tut schon allein das Gewicht, dass man vernünftig arbeiten kann. So, legen wir das wieder hier ein. Ich habe also hier so Gummischutzbacken. Und dann können wir jetzt, Schläuche haben wir, können wir das hier anlöten. Schauen, dass man es möglichst gerade dran lötet. Darauf achten der Stecker und auch die Kabel, weil die doch alle sehr dick sind, halten relativ lange die Wärme. Also auch noch nach 10, 20 Sekunden kann man sich hier dran verbrennen. So, da immer ein bisschen warten, bis es abgekühlt ist, bevor man auch den Schrumpfschlauch hier hochzieht, dass der dann schon anfängt zu schrumpfen und dann kann man nicht mehr beidrücken. Und hier die Heißluftpistole. Ich würde immer empfehlen, mit sowas zu arbeiten und nicht mit Feuerzeug oder dem heißen Lötkolben, was man manchmal sieht. So, das geht immer ruckzuck. Haben wir also jetzt wunderbar verlötet und eingeschrumpft. Jetzt machen wir das mal noch hier zusätzlich drüber. So. Dann gibt das dem Ganzen noch mehr Halt und schrumpfen den breiten Schrumpfschlauch auch noch fest. So, dann ist doch ziemlich heiß geworden. Ja, vorsichtig sein beim Ablegen. Ich habe so eine Blechdose, die ich den immer ablege. So, dann hätten wir es. So, jetzt will ich euch noch so zeigen, mit welchen Steckern und Buchsen ich zum Teil arbeite. Und habe ich also hier so eine Sortierbox, also alles, was sich in der Richtung ansammelt, reinkommt. Und ich mal euch zeigen, was ihr habt. So. Das sind also 3 mm Goldstecker. Ist auch gleich noch was dazu. Ich lege immer Buchse und Stecker oder männlich und weiblichen Teil hin, sondern die DIN-Stecker oder auch T-Stecker. Hier EC, ich glaube 2 ist es, EC2 Stecker mit den entsprechenden Anschlüssen. So, da haben wir die X60, die wir gerade verarbeitet haben.
Die gibt es dann noch eine Nummer größer, die sogenannten XT90. Aus der XT-Serie gibt es dann noch die XT150. Da gehören dann die Anschlüsse dazu. Das sind also schon Nordstroms. Dann haben wir hier JST-Stecker und Kupplung. Ich mal dahin. So, was man auch immer gebrauchen kann, sind Bananenstecker, 4 mm. Hat man immer zur Verfügung. Dann habe ich hier noch Krokodilklemmen, die passen auf die Messleitung vom Multimeter. So, sonst schreibe ich jetzt hier nichts mit drin. Das sind also jetzt hauptsächlich die Anschlussstecker, die ich verwende. Die Goldstecker, 3 mm, die braucht man. Moment. Sehr oft für diese Zwecke. Ich bin ja gerade im Bau, in der Vorbereitung eines neuen Kopters, etwas größeren. Und in dem Bereich ist es geläufig, dass man die Anschlüsse des Motors mit dem ESC über solche Goldstecker verbindet. Manchmal sind die schon angelötet. In dem Fall hat der Motor zwar die Stecker, aber der ESC noch nicht die Buchsen. Das heißt, ich werde sowieso jetzt diese Buchsen hier überall anlöten. Und dann kann man den Motor jeweils hier anschließen. Hat dann den Vorteil, dass wenn die Motordrehrichtung nicht passt, sich die Anschlüsse leicht tauschen lassen, damit man dann die entsprechend richtige Drehrichtung hat. Also da braucht man meist für den Zweck diese Goldstecker. Und hier werde ich dann also 4x3, das heißt 12x, diese Buchsen hier anlöten müssen, damit man die dann hier anstecken kann. So, die T-Stecker oder DIN-Stecker oder XT-Stecker hat man früher mehr gebraucht. Das waren, ich könnte fast sagen, waren die Vorgänger von den XT60. Werden also entsprechend so zusammengesteckt. T also einfach wegen der Ausformung der zwei Anschlüsse. Und kann man also hier so zusammenstecken, liegen halt blank die zwei Anschlüsse, was halt nicht so prickelnd ist beim Stecker, also beim männlichen Teil. Das heißt, das hier ist wieder die weibliche, die ist auf der Lipo-Seite und das ist sozusagen auf der ESC- oder Verbraucherseite. Ich arbeite zum Teil noch damit, weil als ich angefangen habe, gerade bei dem Rover, da waren also war der Akku mit dem T-Stecker versehen und auch der ESC im Auto war auch damit versehen. Also wie gesagt, kann man an sich ganz gut verwenden, aber das Anlöten hier ist deutlich schwieriger als bei den XT-Steckern, wo man jeweils diese
runde Ausbuchtung hat, wo man das Kabel ablegen kann und damit also viel leichter ist. Die EC2, also 2 mm Durchmesser, haben die Stecker und 2 mm Innendurchmesser, dann die Buchsen, sind, ja, habe ich ehrlich gesagt irgendwann mal im Sack so einen Beutel gekauft, weil ich mir überlegt habe, na gut, wenn man allgemein mal Anschlüsse braucht, kann man die verwenden, aber liegen jetzt bei mir in der Kiste rum und werden kaum gebraucht. Die werden also grundsätzlich, egal wie groß die sind, also ob EC2 oder, Moment, ich habe hier noch EC3, den Stecker brauche ich für das Netzteil von ISDT, also für das Lipoladegerät. Und bin also immer gleich verarbeitet. Das heißt, Kabel wird hier in diese Vertiefung gelötet und dann werden die hier reingesteckt und dann mit dem kleinen Schraubenzieher, je nachdem, ob es EC2, EC3 oder EC5 ist, unterschiedliche Größe, werden die hier am Rand fest reingedrückt, dann rasten die hier ein, kriegt man aber auch ganz schwierig nur noch raus und dementsprechend ist das auch einer der Gründe, warum ich damit nicht gern arbeite. So, jetzt kommen wir mal zu der XT-Reihe. Da haben wir also hier die XT60 mit den entsprechenden zwei Ausformungen. Kann man sie hier logischerweise zusammenstecken. Sitzen sehr straff. Die weibliche Form ist im Regelfall am Lipo dran, die männliche am Verbraucher, auf Verbraucherseite. XT60, also wie der Name sagt, mehr oder weniger für eine maximale Stromentnahme von 60 Ampere geeignet. Das heißt, in einem Quadcopter wären es dann ungefähr 15 Ampere pro ESC oder pro Motor, wenn man also mit, wenn die 60 Ampere gleichmäßig aufgeteilt werden. Wenn voraussichtlich im Dauerbetrieb mehr gebraucht wird, dann sollte man die XT90 nehmen. Die sind größer und auch schwerer. Die ansonsten relativ schwer. So. Die also gebraucht werden, wenn im Schnitt mehr Strom fließt. Also hier in dem Fall dann 90 Ampere. Da ist also 22,5 Ampere pro Motor oder je nachdem, wenn es beim Hexcopter ist, entsprechend weniger pro Motor. Ansonsten haargenau das gleiche, die muldenförmige Ausformung, um die Kabel anzulöten. Auch hier wieder die abgeflachte Seite ist Minus. Also die halb gerundete ist Minus und die ganz flache ist Plus. So, aus der XT-Reihe gibt es noch eine Nummer größer. Das sind hier die sogenannte XT150. Die kann man also hier so zusammenstecken, sind aber an sich sind es Einzelstecker. So, ich muss mal gerade draußen. So, also die gehören hier dann zusammen. Sind also pro Kabel ein eigener Anschluss. Und die haben also schon recht mächtige Verbindung. Die haben also, glaube ich, 7 mm. Und wie der Name XT150 sagt, sind die also geeignet, um bis zu 150 Ampere zu verarbeiten und über längere Zeit zu vertragen, ohne dass also zu heiß werden.
Diese Stecker werden oft in Kombination mit einem anderen, Moment, da habe ich was hier, ich habe hier so ein paar Adapter, die ich ja regelfalls selber gelötet habe oder auch gekauft, habe ich hier einen Adapter, der also hier ein XT150 Buchse hat und hier ein AS150. Das ist eine Kombination, also das, die im Normalfall bei großen Koptern eingesetzt wird. Die hatte damals DJI eingeführt für große professionelle Kopter. Und das ist jetzt ein Anschluss, den ich für den Tarot, den Hexcopter mit knapp 1000 mm Motorabstand, auch verwenden werde. Ich hatte mir hier nur mal einen Adapter gemacht auf XT90, je nachdem, was ich mir für einen Akku dafür nehmen werde. Den habe ich also noch nicht, werde ich da eventuell dann den Adapter brauchen. Und hier also, wie kann man also gerade noch mal schauen. Nee. Den habe ich ja nicht. Muss mal hier nehmen. Der passt jetzt hier drauf, das heißt Gegenstück zu dem ist der. In dem müsste also jetzt der hier reingesetzt wird, der wird also auch verklemmt. Die AS150, die sind ganz gut, die kann man nämlich hier so aufdrehen. Sieht man also auch hier die Verlötstelle, also schon mächtiger Metallanteil, auch damit ein hohes Gewicht. Aber das spielt jetzt bei Koptern, die einen Tragelast von bis zu 20 Kilo oder was haben, spielt das jetzt nicht so die Rolle. Also XT150 haben wir hier dran und dann gibt es noch AS150, die ähnlich aussehen, aber hier verschraubt werden und nochmal eine Nummer dicker sind. So, das waren die XT. T-Stecker oder DIN-Stecker, also D-E-A-N, hier kleine EC-Stecker, EC2, dann hat man hier noch Krokodilklemmen mit, ich glaube, 2 mm Durchmesseranschluss, die sind gedacht, um an die Messlitzen vom Multimeter dran gesteckt zu werden, dann Bananenstecker, kennt jeder, 4 mm, kann man also hier auch so in die Querbuchse kann man dann noch mal reinstecken und die werden also verschraubt. Ich kann das mal hier rausnehmen, wird immer ein bisschen schwer. Der ist nur so drauf gesteckt. Und dann haben wir hier eine Madenschraube, die also den Draht, der hier eingeführt wird, entsprechend verschraubt. So, machen wir den auch wieder rein. Die JST-Stecker sind also für kleinere Stromabnehmer gedacht, sind an sich ganz praktisch, die kann man so kaufen mit den fertigen Anschlüssen und die werden dann entsprechend zusammengesteckt und hat man also für kleinere Verbraucher hat man hier dann immer eine gute Möglichkeit, Stromversorgung herzustellen. Ich habe es also zum Teil an im Videobereich bei einer Kamera oder zwei verbraucht. Ich habe auch hier ein Kabel mit JST, an der anderen Seite Bananenstecker. Hauptsächlich gedacht, um muss ich mal schauen, genau, diesen kleinen Akku hier, der auch bei im Videobereich von mir eingesetzt wird, um den aufladen zu können, weil ich habe noch ein älteres Ladegerät, was also mit Bananensteckeranschluss funktioniert. Dann kann man den hier anschließen, dann wird der Akku hier geladen. Den Adapter habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich hier zum Beispiel noch für
einen Adapter, um zwei Akkus parallel zu schalten. Das war auch im Hintergedanken bei dem großen Tarot, dass ich möglicherweise anstatt einem sehr großen zwei kleinere parallel schalte in 6S, dass ich also nicht einen 12.000er Akku mir nehme, sondern zwei 6.000er oder zwei 8.000er, die ich dann darüber anschließe. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, dass das eine ziemliche Orgie dann wird. Das heißt, hier sind zwei Akkus dran. Dann brauche ich noch das Übergangsstück zum Kopter, weil da fest verlötet der Anschluss hierfür ist. Das heißt, dann bräuchte ich den hier noch. Und das hier wird dann an den Kopter angeschlossen. Also mal sehen, ob ich das mache. Analog zu dem mit XT90 habe ich auch hier noch einen mit XT60. Mal sehen, wofür man den gebrauchen kann. Hier ein Übergang XT90 auf XT60. Übergang von DIN-Stecker, also oder T-Stecker auf XT60. Verschiedene Ausführungen, also ob männlich auf weiblich oder umgekehrt. Hier auch noch ein Ladestecker, das ist hauptsächlich der Akku, den ich im Rover drin habe. Der hat einen XT-Anschluss und der hat ja dann den weiblichen Teil. Also das hier ist am Akku dran und dementsprechend brauche ich dann zum Laden hier den Stecker oder den männlichen T-Stecker. Und dann kann man entsprechend hier einstecken, das ins Ladegerät reinmachen und aufladen. Genau. Hier, das wäre dann entsprechend, bin ich jetzt am neuen Ladegerät, am ISDT, dann kann ich damit dann entsprechend aufladen. So, was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir noch auch als Adapter für den Akku, den wir gerade umgelötet haben, von EC5 auf T-Stecker, weil das bei dem einen Kopter notwendig ist oder war. Da ich jetzt den Akku umgelötet habe, muss ich da dann den Anschluss auch auf XC60 umlöten. Hier haben wir noch den EC3, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Der wird auch für das ISDT Ladegerät bzw. Netzteil gebraucht. Das heißt, der Teil geht hinten ins Netzteil und damit wird das Steuergerät angeschlossen. Okay, das war ein kleiner Überblick auch über die Steckervielfalt im Kopterbau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Überblick geben und nicht nur Verwirrung, was das Thema Anschlussstecker im Kopterbau angeht. Und ich kann nur sagen, auch die großen Anschlüsse, wo jetzt vielleicht mancher sagt, die brauche ich ja nie mit meinen normalen Racecoptern. Okay, ja, aber wenn man sich jetzt hier und da den Trend anschaut, dass man sich X-Class Racer zusammenbaut, da fließen schon enorme Ströme bis zu 400 Ampere oder noch mehr, also gesamt. Das heißt, da wird man, wenn man sich damit beschäftigt, ganz schnell wieder im Bereich XT90, XT150 oder AS150 landen. Man muss sich, wenn man in dem Bereich was bauen will, eventuell sich sogar einen neuen Lötkolben zulegen, weil die normalen Kolben, die man so hat, einfach nicht geeignet sind, um Drähte von AWG10 oder sogar AWG8 vernünftig zu verlöten. Oder auch entsprechend dann die Stecker hier heiß genug zu bekommen. Das heißt, da zieht dann wieder eins das andere nach, aber
da wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß weiterhin mit dem Basteln und dem Bauen von Racecoptern oder auch größeren Quadcoptern oder Hexcoptern. Alles, was in den Bereich reinfliegt, was irgendwie mit dem Flugcontroller gesteuert werden kann. Und also viel Spaß, viel Freude und tschüss.